Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LSNS. Willkommen zurück hier auf der Gemeinderade mit dem lieben Florian und dem lieben Sebastian. Moinsen. Moin. Hätte hier auch ausgehen können, ne? Ich wäre vorbei. Guten Mittag, Jungs und Mädels, ne? Ja. So. Jetzt heißt es einen neuen GPS-Kurs machen. Wenn wir ungefähr gerade stehen. Aber ich stelle mich einfach so hin, wie die Maispflanzen standen. Bin ja relativ gerade. So, ja, ich bin hier immer noch am Gruppennetz von Level 5. Die Jungs sind wie immer noch am Kalken und am Kartoffeln machen, oder? Zuckerrüben, okay. Der passt überhaupt nicht. Einmal. Doch. Und das passt nicht ganz. Das sieht besser aus. Können wir die Sache lassen hier? Ich mache mal erstmal ein bisschen Raten an. Flo. Ja. Das ich habe eine Bitte an dich. Hast du kurze Zeit? Zum Helfen? Nein, könntest du kurz bitte schauen, wie die Werte vom Krautschläger und so sind und der vom Zuckerrüben-Ernte vom Case, ob die vielleicht repariert werden müssen, weil ich fahre nur noch 8 km/h. Ja, brauchen wir ich repariere sie mal. Ist repariert. Läuft auch besser ist. Der Case müsste eigentlich noch gehen, das okay. Passt schon. Case muss gar nicht nachschauen. 460. Oh Leute, wir sind hier auf Feld 5, da steht eine einzige Maispflanze, eine einzige. Das geht doch nicht! Die Arme. Aber jetzt wird sie gleich runtergegruppen, meistens. Rest in Peace. Hoffentlich verstopft der Grupper nicht. Ja, ja, Pflanze, weißt du. Auch meines ist der voll, ne? Geil. Bin schon fancy hin. Ein Stückchen. Wir wollen mal Vorgewinde. So, wunderbar. Da wäre schon mal ein schönes Schlückchen hier. Hier haben Bürgel. Oh, knapp den aber. Oh, dann starten wir denn. Ja, ne, hier stehen doch noch ein paar mehr Maispflanzen. Also war die doch nicht alleine. Nee, aber die standen am anderen Ende. Also ein bisschen auseinander. Die Abstandhaltung zu regeln haben sie ein bisschen missverstanden, glaube ich. Ja. Haben sie deutlich missverstanden. Sie haben sie bloß eingehalten, was habt ihr? Ja. Aber ich glaube, das ist etwas zu viel Abstand. Ich glaube, es gibt noch kein Regelwerk oder Strafregelwerk, was heißt, wenn man zu viel Abstand. Ja. Ich habe schon gehört, es geht jetzt auch schon wieder los mit dem Klopapierhorten. Echt jetzt? Ach ja. Ich muss in Netto. Bin mal kurz weg, ne? Ja, bis gleich. Das sind 5 Minuten. Ja, schaffe ich definitiv. 5 Minuten? Aber ja, Leute, mach's aber nicht. Das ist einfach nur so unnötig. Schnell radisch. Er sagt, dass ich radel. Wieso dann nimmt man Johnny, der 6 gelaufen hat, und gibt die Kraft, die ja. Nee.
So, jetzt versuchen wir irgendwie durchzuschlafen. Dass ich mir den, dass ich mir die Zeit spare, ist doch so gut. Ich hab jetzt noch nichts. Ich hab die Karte nicht auf. Alles okay. Gut. Ich bin an Feld 7. Ja, der Schlupfloch hat gepasst. Und jetzt bin ich so blöd zum Kurve fahren. Wenn sie an dem scheitert, dann scheitert jedes Schlupfloch. Oder ich muss einfach mal meine Empfindlichkeit von Lenkrad umstellen. Kann auch sein. Ja. So, bitte aufhören. Auch nö. Ihr habt gesagt, ich soll Kalken fahren. Nein, bei mir ist gerade die Playstation. Playlist ausgegangen. Mir kann sie nicht ausgehen und mir kommt jede halbe Stunde das gleiche Lied von vorne. Ich muss sagen, wenn wir die Unimog austauschen würden, gegen den neuen zweiten Agrotrack, dann würde ich den MAN Agrotrack XXXX nehmen. Auch ehrlich gesagt. Weil der doch um einiges geiler aussieht. Ja, vor allem mit den Emitis-Reifen auch noch. Und der noch mehr Konfiguration, Gewichteblock hinten drauf. Für zum Beispiel Arbeiten mit Gruppen etc. Gewichteblock. Hat der Fronthydraulik der andere? Front und Heck. Ich brauche ja keine Fronthydraulik mehr so oft. Dafür haben wir ja genügend Traktoren, die wo Fronthydraulik haben. Ja. Aber trotzdem ist der Fronthydraulik. Warte mal, haben wir nicht diesen einen Lifter mit drauf? Ich glaub's nicht. Da müssen die Leute nicht meinen und wissen, welchen LKW ich meine. Ich meine, so ein Lizard-Lifter. Da vorne. Da Ding hier. Haben wir den mit drauf? Ball. Schade. Ich glaub's nicht. Welchen Lizard-Lifter? Der heißt so. Den kann man für LKWs und... Hä, warum haben wir eine Schmutzfüllstation mit drauf? Das ist von diesem Ding, das haben wir draufgenommen, echt dieses Dirt da. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dafür kann man, da gibt es so eine Station, weil man kann dieses Zeug auch ankaufen. Und dann halt irgendwo mal halt eben Wind auffüllen und dann das dort zu Schlamm machen. Da liegt ein Aktimel auf dem Case drauf. Was? Nix. Alles ist gut. Saufen hier nebenbei Aktimel oder was? Ja. Ich hab vielleicht kurz den Case einheben müssen. Also mit Aktimel, du trinkst Aktimel, ich trinke einen Anhübler. Im LKW. Ich hab die Hydrische. Ne, ich hab gar nichts gecheckt. Oh, ist ja gleich. Ihr könnt ja mal einen Kumpel fragen, ob er dir einen Nein moddet. Oder fragt halt eure Modder. Ne, soll ich gleich nicht halten. Ja, ich sage, für so ein Projekt oder so braucht man es jetzt nicht. Also die Kennzeichen kann ich selber auch machen. So, dann war ich jetzt wieder an die Bahn, wo man spielen jetzt kann. Mensch. Ausschalten.
Warum wollt ihr euch überhaupt den Zucker wie mit dem Vollender kaufen? Wenn wir das Geld haben. Ja. Aber momentan sind halt wieder wichtigere Sachen im Plan. 200.000 glaube ich ein bisschen zu wenig. Ja. Ich glaube, wir haben mit 500.000 gerechnet oder 400.000 irgendwie sowas. Ja, mit Schneid. Also, wenn wir den kleinen, unter Anführungszeichen, den kleinsten nehmen, gleich 450.000 allein der Rübenruder. Und dann brauchen wir ja noch das Schneidwerk dazu. Das heißt auch noch, ich glaube, es kostet auch noch mal 70.000, 80.000, oder? Lümtechnik. Aber das kostet auch noch mal 80.000. Ach du Scheiße, ist das teuer. Wirklich am Arsch. 90. 90? 89, soweit ich weiß. Nee, 79. 79. Okay, 80, ja, stimmt. Das von Holmer ist, ich glaube, das breiteste, oder? Ja, mit 5. Ja, das von Holmer ist das breiteste, aber 6 Meter reichen. 6 Meter reichen easy. Na, also, das wird dann, glaube ich, auch nicht so gut zusammenpassen. Ja, das wird dann ein bisschen blöder schon. Also 5,5 Mille brauchen wir easy für das für den Rübenruder ohne Probleme. Das heißt, wenn wir ja, wenn wir jetzt Mais machen, kriegen wir locker 1,5 Mille rum, oder? Würde ich mal sagen. Schon. Vor allem auch mit den Zuckerrüben auch noch dazu. Ja, stimmt, stimmt, die haben wir ja auch noch. Und dann können wir halt auch noch die einen Dinger, also die zwei kleinen Dinger, da verkaufen wir. Der Flo ist auf Feld 5 unterwegs. Ja. Am Grubern. Dann jetzt muss ich die Straße fahren. Wieso, wo bist du? Du bist da. Na. Bin ich ganz raus, so richtig. Da hinten sehe ich dich. Kleiner, kleiner Punkt. Düster links. Der Tatra steht immer noch hier vorne, ne? Was macht jemand mit dem Tatra? Mit dem Hammer damals eine Rettungsaktion gestartet. Und da der plus 2 km langsam ist und weniger Leistung hat, haben wir den MN davor gespannt. Aber mein MN hat jetzt schon ausgezahlt mit 3,3 Stunden, glaub schon. Mhm. Weil allzu also toll, glaube ich, war er ja nee, gar nicht. 100. Warte, ich guck schnell nach. Aber wir waren bei 150.000. Also diese Gruppe mit Feuer, muss ich sagen. Das ist halt nicht teuer, 150.000 sind 150.000, aber... Ja, 150 aber bloß. Mhm. Die andere an, sind teurer. Die Leistung, was der hat, bringt dir definitiv auf den Asphalt und ich glaube, mehr bräuchte er gar nicht. Nee. Die Maschine, die wir haben, Direktsaat oder keine Direktsaat? Also meistens nie Direktsaat. Außer da hat man vorher in den dran. Was soll ich denn machen, da wo noch was drauf ist? Wie meinst du, wo noch was drauf ist? Das sind, da hat der Helfer sehr ungenau gearbeitet. Der Kalk ist einfach drüber, das ist soweit ich weiß egal. Ob Kalk ist drauf, das wird vom Spiel erkannt und das ist gut. Also vom Spiel wird es erkannt und dann ist es weg, oder? Normalerweise, ja. Wenn ich einmal über drüber Kalk hast, ist das Kalk erkannt, fertig, aus. Gut, dann fahr jetzt einfach drüber. Warte mal. Oh, der Johnny, lol. Der Johnny hat Feld 7 schon fast komplett weg. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Ja. Der ist am Arbeiten. Sonst fahren wir gleich ganz rüber. Liegt einfach immer noch am Rollball, ne? Ja, ne. Der drüben fährt er, der Flo. Jo. Habe ich die Hälfte? Ja, wenn ich die zwei Bahn weg habe, habe ich knapp die Hälfte.
5 Leute sind gerade fleißig am Arbeiten. Ich bin knallgas mit dem LKW unterwegs. Eisboot! Herr Helfer, du mal Zeit arbeiten! Wir sind Helfer im LS, von dem darfst du nicht allzu viel erwarten. Nee, der. Wenn ich nur bloß drüber gehe, der hat die 9L komplett weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel so normal rübergehe mit dem Kalkstreuer, ist die Flucht noch nicht komplett weg. Also wir können noch nicht drüber sehen. Ja, ich fahre jetzt sowieso, du flügst jetzt einfach weg und dann muss ja sowieso mit Gruppe nochmal drüber. Ich glaube, ich hatte es nicht gesehen, weil ich zu weit weg gesucht war. Da wo noch was drauf gestanden war, muss man dann noch mit drüber kalken, wenn man noch mit flügt? Ich glaube nicht. Ich war das schon hier, oder? Flipsi, ja. Weißt das du? Normalerweise muss man nicht immer drüber kalken. Ja, ich hole wieder Kalk. Irgendwann müssen wir mal die Kalkproduktion, glaube ich, mal mit reinnehmen. Da können wir nämlich mal unser Kalk selber produzieren. Ob das ist jetzt so lohnt, glaube ich. Du weißt schon, dass wir da fast immer 4000 los sind, wenn wir Kalk kaufen. Ja, 4000 gehen ja noch. 3000, du hast schon 30.000 gesagt. 4000 habe ich gesagt. Ja. Aber wir müssen allein für die Kalkherstellungsfabrik wieder knapp. Und das lohnt sich dann auch einfach nicht. 100, 200.000 zahlen, easy. Und außerdem, wir haben keinen Platz für das Ding. Wir können ja das Skript umschreiben von der Produktion. Du weißt schon, auf was ich heraus will. Ja, cheaten. Machen wir. Ich meine, dass wir dann die Produktion auf Null runtersetzen. Wird auf diesem Kanal nicht kommen und wird auch nie in deinem Leben passieren. Also wir fangen vielleicht mal ein Projekt neu an, aber... Ja, wenn man sich Sachen hinplatziert, wo man halt vorher einen haben soll. Da ist klar, wenn wir jetzt zum Beispiel Gemeinde Rade oder wenn ich jetzt auch Ellerbau oder so starten, da macht es sich halt dann 1-2 Millionen dazu, kauft sich alles, was man für den Start haben will, macht dann wieder sein Geld auf eine mäßige Summe wie 100.000 und dann ist gut, da wird auch nicht mehr gecheatet. Aber wir können ja mal ein Projekt machen, da wo man mit Null anfangen und Geld verdienen muss. Mit Null anfangen? Ja. Geht kaum. Erstmal richten wir die Maschinen her und dann... Also die Maschinen, die wir haben, das Zeug, was wir haben will, und dann setzen wir das Geld komplett auf Null runter. Ja, das ist schon zu machen. Aber von komplett 0-0 anfangen ist unmöglich. Ja, das ist unmöglich. Außer du machst es so, du nimmst dir Kredit auf, kaufst dann ein paar Sachen, arbeitest mit denen, verdienst dein Geld, schaust den Kredit wieder zurück und dann aber. Es ist halt auch nicht das. Fahr den Johnny bitte weg, ich kann nicht weitermachen. Ein Johnny steht. Alter! Weg. Du bist nie die. Steig doch einfach ein und fahr ihn weg oder flieg halt den Rest noch zu Ende. Und sag es ja nicht, eat Johnny, dann. Also, wieso ist der Gold? Weil es ein Goldi ist. Ja. Oh! Das ist meine einzige Frage, warum ist der Gold? Weil es warum Goldi ist der Warnblinker an? Weil der rückwärts, wenn man rückwärts fährt, geht die Warnblinker automatisch an bei dem. Weil der kommt brachiales Teil und muss jeder gewarnt werden. So, Zuckerrüben sind fast durch. Yay. Yay. Wunderbar. Der Käse ist dann auch durch mit der ganzen Welt, Alter. Ja. Ey, eigentlich wollten wir den ja bloß als Ersatztraktor für den Mähen oder sowas nehmen, ne? Ja. Der ist einfach 10 Stunden drauf. Die armen Zapfwellen von dem. Ja.
Der hat sich, glaube ich, erstmal eine Wäsche, eine komplette Reparatur, eine komplette Grundübung. Vielleicht auch einen neuen Tank, also. Ja. Er hat einen vollen Tank verdient. Der hat jetzt wirklich hart gearbeitet. Der ist wirklich, also. Im B-Tag wäre gegangen. Ja. Ja, du solltest vielleicht noch deinen MP-Truck verkaufen. Den kleinen? Ja. Weil das war eigentlich dein zweiter kleiner Traktor. Ja. Wenn du jetzt den zweiten kleinen Traktor hast, du ja dein Fendt, dein Zimmer. Mhm. Du könntest theoretisch der MP-Truck weg, der kleine. Im Prinzip, oder ja. Ich übernehme den kleinen MP-Truck. Stimmt, weil dann hat das schon hat das Silvi kein Traktor mehr, kein zweiten. Ja, weil ich glaube, der geht sogar bis 200 PS. Ne, 180 ist glaube ich schon Grenze, was normalerweise nicht überhaupt nicht möglich wäre. Aber gut. Doch, Turbolader rennen, voll. Immer voll Knallgas geben dem Motor, dann geht das schon, du. 110 PS ist bei dem normalerweise Grenze. Ach, was? Niemals. Weil ich so einen Auftrag schreibe, hör ich nicht mehr lang. Wenn es einen MAN-Motor von für Fendt schafft. Ja, aber der MB-Trag, das ganze Getriebe und alles wird das nicht aushalten. Weil der 110 ausgelegt ist und für keine 108, für keine 70 PS mehr. Eine Zeit lang wird es schon aushalten, aber irgendwann wird es verreißen. So. Tschüss. Tschüss, Johnny. Was hast du jetzt eigentlich mit dem gemacht? Ich habe auf die Seite gestellt. Okay. Weil ich jetzt weitermachen will. Wenn ich einen Kratzer drin sehe, ne? Cola Bongo Bongo. Den siehst du doch eh nicht. Na, er steht im Buschen. Ich habe nicht in die Büsche reingestellt. Okay, dann ist gut. Würde ich den Trecker loswerden wollen, dann stelle ich ihn in den Wald rein. Nee, in den Fluss. Nee, oh. Güllegrube. Da kommt man nicht rein. Am Schluss steht dann der LKW von mir unten sitzt sein Traktor im Wald drin. Ja. Und zwar okay. Ich habe ihn schön auf die Seite gestellt. Ich habe auch das Schlupfloch schon ein Schlupfloch wo ich mal ganz kurz durch kann und mir den Weg von außen rum spare. Och nee, der ist die ganze Zeit schon voll. Ich fahr so ganz gemütlich, ne, und dann merke ich gerade eben erst, ach kacke, der ist voll. Ja. Ist doof. Kann mir keiner erklären, ne. Nee. Von oben neu an, wie passt die Sache.
Wunderbar, dann gucken wir mal ganz kurz über unsere Tiere, wie es denn da aussieht. Ja, ein bisschen Stroh könnte man die Nummer reingeben. Mischation geht eigentlich noch. Die Schafe passt auch. Also im Großen und Ganzen geht es unseren Tieren gut. Okay. Dann bin ich aber erleichtert. Aber wir haben schon wieder 213.000 Liter Gülle. Eieiei. Dann heißt es mal wieder mal Gülle fahren. Ja, aber ich glaube, wir kaufen uns ein größeres Güllefass. Mhm. Oder wir verkaufen sie. Ne, ich glaube, da lohnt sich es mehr aufs Feld ausbringen, als sie zu verkaufen. Wir haben immer noch eine Million Liter Gärreste. Die Gärreste kann man ja mal verkaufen. Ja, ich glaube, ich habe das schon mal ausgerechnet. Ich glaube, die bringen, glaube, würden 60 oder 70k bringen. Die Gülle bringt so viel. Ne, stimmt. Können wir die Gärreste mal verkaufen? Nee. Ja, dann müssen wir, da kann man die nur aufs Feld aufbringen. Genau. Die Gülle bringt bei Agrarzeit Landhalt Luft über 60. Mhm, okay, okay. Ah, warte mal. Ist halt auch ein Obolus, aber. Warte, wir haben 213. Das kleine lasse ich jetzt mal weg. Und wie viel würde sie bringen? 65. Ja, okay, wenn wir jetzt unsere 213.000 Liter Gülle verkaufen, wird sie bei Agrarzeit Landhandel 13.845 Euronen geben. Wahrscheinlich 14.000, weil ich ein paar Liter weglassen habe. Ein paar Hunde, ein paar zerquetschte, aber knapp 14.000, sagen wir so. Ist das jetzt lohnt? Dafür, dass es plus Gülle ist? Ja. Das ist im Prinzip nur die Pisse von unseren Kühen. Hm. Ist auch Scheiße dabei. Ja, ein bisschen. Wo haben wir die meiste Scheiße von den Kühen? Vermischt. Und da haben wir 70.000 Liter. Haben wir überhaupt Mist? Ja. Ja, wir haben schon mal welchen verkauft. Haben wir überhaupt einen Miststreuer? Oder verkaufen alles? Kauf mal. Wir hatten mal vorgehabt, einen mit drauf zu nehmen, aber der lohnt sich, habe ich und Flo gesagt, lohnt sich erst, wenn wir wirklich genug haben. Ab wie vielen? Ah, wie vielen Feldern? Also, wir sind halt dann nach Felder gegangen. Mhm. Nach wie vielen Feldern? Keine Ahnung, wir bräuchten auf alle Fälle mehr, bis uns halt Gärisch oder sowas ausgeht. Ja. Und das wird nicht so schnell passieren mit einer Million, also. Weil ich glaube, wir haben mal so den größten Teil mal schon mal durchgegült nochmal. Und ich glaube, das sind, wenn es 300.000 Liter Gülle waren, dann war es gut, ja, war viel, was er gegangen ist. Also ein paar Mal können wir da, und wir kriegen immer wieder durch so Häckselaktionen oder sowas. Ich glaube, wenn wir jetzt dann in Zukunft den Mais weg haben und alles in die BA reingeschaufelt, das wird wieder eine Aufgabe. Was, wir haben das Förderband mit drauf? Stimmt, wir haben das Förderband mit drauf, das kann alles nebenbei laufen. Okay, gut. Ja. Dann werden wir sicherlich nochmal knapp 2. Also dann kriegen wir locker nochmal 1,5 Millionen Liter an Gärreste nochmal dazu. Also Gärreste technisch sind wir auf jeden Fall. Aber meint ihr, dass das eine Silo wird voll? Die groß bei der BGA oben? Ja. Wenn wir alle Felder. Also ich würde sagen, eins wird definitiv voll werden, also definitiv. Das andere vielleicht ein bisschen, glaube ich. Vielleicht viertelt, oder? Ja, weil ich glaube, wenn die großen gehen, also die wird bei der Wege aufstehen. Ich glaube, da geht eine Million rein. Ja, eine oder 1,5 Millionen gehen auf jeden Fall rein. Und ich gucke jetzt mal nochmal ganz kurz, bevor die Folge zu Ende ist, nach einem Gülifass.
Wenn wir dann ins Ich würde das mittlere Simpson nehmen. Also. Oh, das ist knapp Böcke. Ich würde das kleinere Tridem Simpson nehmen. 25 bis. Weil den Aufsatz haben wir ja schon. Ja, aber wollen wir gleich das dicke nehmen? Ich weiß halt nicht, ob wir dann durch die Straßen kommen. Ich glaube, das ist das kleinere Problem. Weil wir müssen ja nicht zum Hof, wir können jetzt bei der BGA oben stehen lassen. Stimmt auch wieder. Und wir haben ja eine Zubringer ansonsten. Also. Also ich glaube, wenn, dann wird sich schon gleich das große lohnen, weil dann wieder eine Mittelstufe wieder irgendwie nehmen. Dafür muss ich ehrlich sagen, sind wir tatsächlich schon, glaube ich, ein bisschen zu groß. Kann sein. So, passt. Aber ja, die Folge ist eigentlich wieder lang zu Ende. Wir sind jetzt schon mal knapp einer halben Stunde Aufnahmezeit. Wir dürfen uns fürs Zuschauen bedanken. Hoffe, ihr hat euch gefallen. Jetzt kommt natürlich der legendäre Spruch. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch keinen Cent. Unten den roten Knopf grau färben, damit ihr nichts mehr verpasst, Glocke aktivieren und bei Seele vorbeischauen könnt ihr gerne und ja. Dann war es das soweit von uns. Wir dürfen uns fürs Zuschauen bedanken und ansonsten sehen wir uns dann am Mittwoch zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinde Rade und bis dahin macht's gut, haut rein und ciao, ciao. 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 There ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.